Moin Moin, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich dieses Badefass von Gas auf Strom umrüsten werde. Wir haben nämlich dort versteckt eine Gastherme und wir möchten das jetzt auf Strom umrüsten. Und da habe ich hier so einen Durchlauferhitzer, so einen Mini-Durchlauferhitzer und den möchte ich hier anschließen. Und das zeige ich euch jetzt. Dafür räume ich jetzt erstmal den ganzen Kram hier weg. Das sieht ja mal ganz anders aus. Ne? Ich habe die ganze Technik jetzt freigelegt. Hier ist die Sandfilterpumpe. Eine 12-Volt-Pumpe, die das Wasser aus dem Fass in die Therme pumpt. Und von dort geht das ins Badefass. So, was ich jetzt vorhabe ist, ich gehe ins Gartenhaus und den Durchlauferhitzer werde ich jetzt hier an der Wand befestigen. Wo genau, weiß ich noch nicht. Das muss ich gleich mal gucken. Strom habe ich hier und auch dort. Dann werde ich durchbohren und die beiden Schläuche anschließen, um das Badefass aufzuheizen. Hier habe ich nochmal diesen kleinen Mini-Durchlauferhitzer, der so 3000 Watt hat. Und hier 230 Volt Anschluss. Der kommt ja gleich in die Hütte. Dazu habe ich mir jetzt so zwei Brauseanschlüsse geholt. Ja, die soll nachher hier ran, durch die Wand und dann verbunden werden mit diesen Schläuchen. Ja, die führen nämlich dann zum Badefass. Das verlinke ich euch nachher, den auch. Hier brauche ich allerdings noch so Adapterstücke, zwei Stück. Die sehen so aus. Hier habe ich so ein Ding. Davon brauche ich zwei Stück. Die schraube ich hier drauf und dann kommt nachher erstmal der hier an den Adapter und das Endstück durch die Wand und dann mit diesem Adapter auf den Schlauch. Jetzt geht's los. So, hier werde ich es anbauen. Das ist schon mal dieses Grundgerüst, wo der hier befestigt wird. So, und jetzt kommen aber da oben erstmal zwei Durchbrüche rein. Die Größe ist übrigens 1,5 Zoll. Und dieses Gewinde 3/8 Zoll. Das ist wichtig. Aber ich verlinke euch das eh und dann habt ihr das so oder so. So, da habe ich jetzt schon mal die beiden Schläuche dran. Und jetzt mache ich aber den Durchbruch. Hier könnt ihr nochmal sehen, wo ich das Ding jetzt dran machen werde. Durchbruchsbohrer ist auch dran. Und jetzt geht es ungefähr hier durch. Die beiden anderen Enden von diesen Anschlüssen, die schneide ich jetzt ab, weil die passen ja so nicht an meinen Gartenschlauch ran. Beide Löcher sind fertig und jetzt kommen die beiden Schläuche hier durch. Das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus. Hier kommt nachher noch der Netzstecker in die Steckdose. Jetzt gucke ich mal auf der anderen Seite. So, jetzt kann ich euch mal verraten, ich habe das mal eben ausprobiert. Das funktioniert auch. Was ich aber vergessen habe, ich habe Dichtungsband vergessen. Das muss natürlich immer hier, wo Gewindeverbindungen sind, zu Schläuchen und Adaptern etc., muss natürlich immer dieses Dichtungsband verwendet werden. Das habe ich jetzt eben nicht gemacht und es funktionierte zwar, aber es leckte hier tatsächlich so tropfenweise durch und deswegen nicht vergessen, Dichtungsband. Da ist jetzt Dichtungsband drauf und jetzt nochmal das ganze Adapterstück. Das war Nummer 1. Jetzt kommen die Schläuche drauf. Ebenfalls mit Dichtungsband. Dichtungsband ist jetzt dran. Die Schläuche sind auch dran. Ebenfalls mit Dichtungsband. Und jetzt kommt der hier noch wieder drauf. Und dann schauen wir mal, wie es außen aussieht. So, hier habe ich jetzt auf der anderen Seite den Schlauch verbunden. Und den anderen weißen, wo heißes Wasser rauskommt, mit dem bin ich hier direkt ins Badefass gegangen. Das sieht hier von der Seite so aus. Da unten, wo es blubbert, da sind die zwei Löcher. Da kommt das heiße Wasser raus. Schnell die Blumen wieder davor gestellt. Dann sieht man die ganze Kabellage nicht. Und da ist es auch schon Wasser, was hier ratzfatz durch den Schlauch reinläuft. Und gleich kommt auch noch Sauerstoff rein. So ein bisschen Chemiezeug. Hier unser Robby, der läuft auch schon. Macht hier so ein bisschen den Boden sauber
Und ja, das war's schon. Das war eigentlich ganz einfach. Gastherme ab, Strom ran. Ich verlinke euch alles das, was ich hier so gebraucht habe und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.